Du kennst das. Ein Gast fragt einige Tage nach seinem Besuch nachträglich nach einer Rechnung. Normalerweise bedeutet das einen hohen Zeitaufwand für die Suche nach der Rechnung. Das muss nicht sein. Versende die Rechnung inklusive Bewertungsbeleg einfach aus dem myVectron Kundenportal. Das geht direkt per Mail und durch die praktische Suchfunktion ist die angefragte Rechnung auch schnell gefunden. Du rufst das myVectron Kundenportal über die myVectron Website auf. Klickst auf den Kunden-Login, gehst auf das Kundenportal und gibst deine Daten an. Zunächst deine E-Mail-Adresse, anschließend dein Passwort. Hast du das Passwort vergessen? Nutz einfach den Button, um ein neues Passwort zu generieren. Liegen dir keine Anmeldedaten vor? Dann helfen dir meine Kollegen im Support. Im Navigationsmenü wählst du den Punkt Filialen. Hier wählst du die entsprechende Filiale aus, in der die Rechnung erzeugt wurde. Anschließend klickst du auf den Punkt Dokumentenarchiv, wählst den Bereich Rechnung aus und gibst hier den Zeitraum an, in dem die Rechnung erzeugt wurde. Falls bekannt, kannst du auch einen Rechnungsbetrag auswählen und gegebenenfalls die Rechnungsnummer. Anschließend drückst du auf Suchen. Aus der Liste wählst du die entsprechende Rechnung aus, gibst die E-Mail-Adresse von deinem Kunden an und entscheidest, ob du einen Bewertungsbeleg mitsenden möchtest oder nicht. Anschließend versendest du die Rechnung. Das ging jetzt super schnell. Probier es doch selbst mal aus.